KSV Pauser aus Sachsen, Maximilian Schwabe. Matte 1. So, wir warten dann ab, bis beide Kämpfe erledigt sind und dann haben wir zwei weitere Schimpfwiener. Technisch überlegener Sieger auf der Matte 2 wird Timo Banisch vom KSV Köllerbach aus dem Saarland. So, jetzt erst ganz in Ruhe das letzte Achtelfinale auf der Matte 2, auf der Matte 1. Im Anschluss daran dann die Viertelfinalpaarung bis 60 Kilogramm abwechselnd auf den Matten 1 und 2. Zwei.
Vom Kreis V. Moosberg aus Württemberg. Er ist damit der letzte Viertelfinalist der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm. Auf der Matte 2 geht es jetzt weiter mit dem ersten Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 60.